Hallo liebe Keramikgriller und die, die es werden wollen. Das heutige Gericht bereite ich auf dem Primo XL zu. Es gibt ein sogenanntes Philadelphia Cheesesteak. Dazu brauche ich Roastbeef, eine Gewürzmischung, Jalapenos, Zwiebeln, Brot, Sprüh- oder Schmelzkäse und Olivenöl. Zuerst muss ich das Fleisch vorbereiten. Ich schneide es dafür in dünne Scheiben. Es ist dabei völlig egal, ob diese schön aussehen oder nicht. Wenn das ganze Fleisch geschnitten ist, schneide ich noch Zwiebelhälften in Ringe. Als nächstes die entkernten Jalapenos in feine Streifen schneiden. Ich empfehle hier immer Handschuhe zu tragen, da die Schärfe der Chilis noch ewig an den Fingern bleibt. Der Grill ist auf ein direktes Setup eingerichtet und für dieses Gericht benutze ich die extrem praktische gusseiserne Grillplatte, die es als Sonderzubehör gibt. Etwas Öl auf die Platte geben und die Zwiebeln anbraten. Da hier wirklich große Hitze gefragt ist, ist eine ständige Bewegung erforderlich, da die Zwiebeln sonst sehr schnell anbrennen. Dann kommen die Jalapenos dazu und werden ebenfalls angebraten. Als nächstes ist das Fleisch dran. Da dieses so dünn geschnitten ist, muss es wirklich nur kurz angebraten werden. Jetzt erst wird das Fleisch auch gewürzt. Nachdem ich das Fleisch mit den Zwiebeln und Jalapenos vermischt habe, kommt der Käse dazu. Wenn dieser voll geschmolzen ist, packt man das ganze Gemisch in das vorher angeröstete Brot. Fertig. Nun ist es Zeit zu genießen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit eurem XL von Primo.